Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ich habe gerade neu gestartet und plötzlich stand ein Zombie hinter mir, deswegen bin ich so abrupt jetzt gestartet hier. Es wird kompliziert hier. Und ich kann mich nicht bewegen. Wo ist die Misthöhle? Eieiei. Also mit so einem Start habe ich ja nun eigentlich nicht gehofft. Bleib weg hier. Ich habe bestimmt wieder keine Binnenbeine. Ich kann da unten jetzt nicht gucken, weil ich bin gerade ein bisschen aufgeregt hier. Junge, Junge, Junge. Scheiß da. Ja, wow. Am besten wäre jetzt, wenn noch ein Hund von hinten kommen würde. Ah, Glück, ey. Da kommt aber noch einer, wa? Oder? Ist jetzt Ruhe? Oh. Na, das nenne ich ja mal einen Start, ey. Gut, wir sind bei Biohazard. Wunderbar. War ja schon lange nicht mehr. Ich vertraue dem. Ruhe gerade nicht. Wo geht's denn nach Hause? Da. Ach, wir sind auch noch so weit weg von zu Hause. 28. Tag. Dann kommt doch jetzt die Horde auch noch, ne? Oder bin ich wieder im falschen Tag? Gut, ich werde nach Hause gehen. Das war Aufregung genug. Mann, gerade gestartet und dann ging es auch schon wieder los. So ein bisschen Fleisch können wir ja mal mitnehmen hier. Muss ich nur aufpassen, dass nicht gleich wieder ein Hund hinter mir steht. Junge, Junge, Junge. Haben wir da jetzt kein Fleisch rausgekriegt oder bin ich schon wieder voll etwa? Ich bin relativ voll. Und ich höre irgendwelche Viecher gerade. Hab alles mitgenommen, nur das Fleisch nicht, ne? Fantastisch. Ups. Ey, hier läuft alles sehr gut. Na komm, schmeiß ich dich raus und dann kann ich da wenigstens alles mitnehmen. Wenn ich es wiederfinde. So, ist noch irgendwas weggerollt hier? Ja, da. Gut. Mann, da will man ganz gemütlich anfangen, hat noch eine Tasse Tee, weil man denkt, ach, man trinkt noch mal einen Schluck vorher, bevor es losgeht, und dann kommt gleich ein Zombie und dann ist auch schon ein Hund hinter einem her. Also so einen Start hatte ich ja auch schon lange nicht mehr. Gut, Antibiotika haben wir jetzt nicht zufällig bei, ne? Nee, haben wir nicht. Aber wir können mal hier ein bisschen was scrappen, dass wir überhaupt wieder Platz haben. Die Sachen, die wir nur absolut nicht brauchen, dann ja. Eh weg, den Nagel, weg damit. Hätte ich den gerade gesehen, Leder haben wir so viel zu Hause. Und die Rohre können wir auch scrappen. Kann ich vielleicht Honig nehmen? Und dann ist es weg? Ja, wunderbar. Sind wir auch schon geheilt. Knochen, na komm, weg damit. Animal Fett. Ich habe so viel Benzin, brauche ich auch nicht. Gut. Können wir Pfeile machen? Wir könnten Pfeile machen, aber wir machen lieber wieder die Eisenpfeile, würde ich sagen. Ich glaube, deswegen waren wir auch unterwegs. Müssen wir mal gucken, dass wir vernünftige Pfeile bekommen. Jetzt, wenn die Horde kommt, ist das wahrscheinlich auch besser. Na? Habe ich zufällig ein Tablettchen bei? Habe ich auch. Mensch, ich bin so gut vorbereitet hier. Ah, eine Binde habe ich tatsächlich nicht bei, ne? Nee. Sollte ich mir auch mal wieder angewöhnen, eine mitzunehmen. Vor allem bei Hunden. Oh, wir überhitzen gerade durch. Ja, ja, ist ja gut, habe ich doch gesehen. Mensch, heul doch nicht gleich wieder. Ja, komm, lauf mal wieder nackig rum. Und dann auf dem Weg nach Hause pflücken wir hier noch Blumen. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, da. Müssten wir gleich wieder im Schneegebiet ankommen. Wie sieht es eigentlich mit Lehm aus? Vielleicht sollten wir uns mal wieder ein bisschen Lehm mitnehmen. Aber ich habe jetzt auch keine Schippe bei, also ist das Blödsinn. Und so eine Holzschippe oder Steinschippe brauche ich mir jetzt nicht. Da kann man herzucken. Ich mag dich nicht.
Na komm her. Ich will nur die Blumen hinter dir eigentlich schlucken. Oh. Hast du nicht so was Schönes bei? Was machst du denn für Verrenkungen, Junge? Ach, kommt gleich der nächste. Nein. Ich wollte jetzt hier keinen Krieg anzetteln, ich wollte nur die Blumen haben. Und ganz in Ruhe wollte ich die pflücken. Ja. Du kriegst mich eh nicht. Bei Tee könnten wir ja auch mal wieder kochen. Wo sind wir hier? Ach, hier ist die Stadt. Kommt mir gleich der nächste Hund entgegen. Los, weg hier. Ui, da war ein Nest. 22 Federn, das ist doch super. Wir sind ja noch relativ weit weg von zu Hause. Wo haben wir denn letztes Mal aufgehört, ey? Mitten in der Pampa. Aber wir waren ja auch viel auf Federn so. Wir hatten ja gar keine Pfeile mehr. Ich erinnere mich da noch dran. Lief ja auch nicht so gut den einen Tag. Jetzt habe ich wieder so eine Kottenblume mitgenommen, wa? Brauchen wir ja im Grunde auch nicht. Wir haben so viel Stoff zu Hause. Nester nehmen wir natürlich. Da ist noch ein Schwein, das könnten wir auch mitnehmen. Nehmen wir mal ein Schwein mit nach Hause wieder. Schweinchen. Wo bist du? Da. Ah, kommt schon wieder ein Zombie. Komm, lauf mal weiter. Ich möchte dich noch ausnehmen, bevor ich selber gejagt werde. So, mir reicht. Huch. Reicht. So weit genug weg. Na, na. Jetzt nehme ich schon wieder das ganze Leder unter. Da. Dich habe ich gar nicht gesehen. Der hat bestimmt die Blume beschützt, weil er genau weiß, dass ich jetzt gerade auf Blümchen sammeln, groß bin. Hm. Ups, hey Hirsch. Wir können noch eine Tablette nehmen, sehe ich gerade, ne? Ist hier eine Wanderhorde oder ist das, macht so viel Geräusche der Hirsch? Ich wollte auf jeden Fall vor dem Dunkelwerden nach Hause kommen. Ich sollte mich langsam ein bisschen beeilen. Zumal ich nicht weiß, ob heute die Horde kommt oder morgen. Irgendwie zähle ich da nie richtig mit. Oder die ganzen Unterbrechungen machen das. Die sind wahrscheinlich schuld daran. Da ist schon wieder ein Schweinchen, aber auch leider wieder ein Zombie. Warum habe ich denn dich nicht getroffen, Vieh? Ja, komm, lauf weiter. Hinter uns ist ein Zombie her. Lauf, lauf. Ach komm. Wir haben es eilig. Arschloch. Gut, so wichtig war das Schwein auch gar nicht. Wenn ich schon wieder bei ihr her soll. Also die Folge ist ja fantastisch. Oh, kann ich den Honig wieder jetzt nehmen und das ist wieder weg? Ja, gut. Ja, ich hab dich ja gesehen. An der Tasche waren wir bestimmt schon mal, ne? Nein. Oh oh. Nein, er will mich. Aber ich will ihn nicht. Du gehst dann schon wieder nach Hause, ey. Ich verliere hier die völlige Orientierung bei der ganzen Stress hier. Wollten relaxen. Aufnahme machen, so nach der Arbeit, dachte ich mir, mal kurz hier aufnehmen. Und dann geht es gleich so los. Ich habe mal ein Ei vergessen. Ganz schlechte Sache. Mann! Ich fühle mich hier voll gemobbt. Von jeder Seite werde ich angeschrien. Ach, wir sind ja schon zu Hause. Ist ja schön. Ging ja doch schneller, als ich gedacht habe. Jetzt darf ich mich hier nur nicht aufhängen, weil der Tag fängt ja schon so gut an.
Warum bin ich denn letztes Mal nicht mit dem Bike losgefahren? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, nicht in die Pika hier. So, das ganze Haus besteht aus Beton, also wir sind hier, denke ich mal, auch diesmal sicher. Wer ist denn hier reingelaufen? Warum läuft der denn jetzt so langsam hier? Eben rennt er den Berg runter und jetzt schleicht er hier die Treppen hoch. Okay, wir können uns Essen machen. Dafür ziehen wir uns erstmal wieder an, weil wir brauchen Kohle. Die haben wir völlig verballert, ne? Wir hatten ja irgendwie wieder Schwarzpulver gemacht und ich sehe es nicht. Achso, wir hatten schon Rohrbomben gebaut. Gut. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch die Rohre bei und wollte wahrscheinlich. Naja, egal. Ist ja nicht so wichtig. Wir müssen ja hier noch genug Kohle haben. Brauchen mehr. So, Gunpowder können wir auch hier reinnehmen. Die Rohrbomben nehme ich auch erstmal hier rein. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt die Horde kommt oder nicht. Gehe ich mal auf ganz Nummer sicher. Oh, machen wir mal 3 Minuten. Dann können wir das hier machen. Und dann machen wir uns hier noch schönes Stück Fleisch. Bisschen Essen, Hunger hatten wir ja, ne? Könnten wir gleich mal was essen, damit wir fit für die Nacht sind. Und noch ein bisschen hochheilen, das ist super. Dann können wir gleich mal was trinken. Dann geht es uns wieder gut nach der langen Reise und den harten Strapazien. Okay, dann Schwarzpulver, Schwarzpulver, Schwarzpulver. 60? Achso, von beiden braucht man 2. Okay. Dann machen wir uns hier mal noch ein paar Flacheisen. Warum können wir die jetzt nicht machen? Weil wahrscheinlich wieder Kohle fehlt. Nee. So viel denn doch nicht. Ehrlich nicht. Mach mal 20, das reicht. Hier haben wir Stone drin, dann könnten wir hier im Grunde wieder mal Zement durchlaufen lassen. Haben wir noch Steine bei. Dann legen wir gleich nach. Und wir bräuchten noch Felsspitzen. Irgendwo habe ich sie doch gerade gehabt. Naja, so viele brauchen wir auch nicht. Wenn du uns davon 200 machst, ist das schon okay. Dann kommen wir damit ganz gut zur Rande. Dann könnten wir das hier eigentlich auch einschmelzen, ne? So, weg. Dann haben wir hier ein super Waffenteil, Hunting Rifle. Können wir hier Hunting Rifle irgendwo wegnehmen? Der ist sogar noch besser. Aber noch schlechteres hier. Dann nehmen wir das weg. Ja, im Grunde könnte das auch weg, aber egal. Sag mal, können wir uns eigentlich Munition machen? Das wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir das... Können wir machen. Die Pistolen haben wir ja. Dann würde ich sagen, machen wir lieber Munition aus dem Schwarzpulver. Ja, würde ich sagen, machen wir. Und das ist heute der Blutmond. Super. Wir machen hier mal die Tür zu. Dann barrikadieren wir uns mal richtig. Ist heute der Blutmond. Na super. Und es schneit. Jetzt brechen wir noch ein Bein vorher. Na sag mal. Nö, ist gar nicht rot, oder? Wo ist denn der Mond? Nee, ist noch viel zu hell. Kann heute nicht der Blutmond sein. Okay. Umsonst Sorgen gemacht. Alles gut, können wieder alles aufschließen. Hatten wir hier oben drin? Hier hatten wir... Achso, unseren Notfall.
Rationen. Okay. Gunpower war nicht mehr drin, oder? Nee. Gut, dann werden wir uns noch hier ein bisschen aussortieren. Ah, Mais, Mais, Mais. Bin bisher auch noch nicht dazu gekommen, irgendwie landwirtschaftlich anzubauen. Aber ich hatte auch immer genug Essen, muss ich sagen. So, die Gläser könnten wir auch noch wegmachen. Papier haben wir noch. Knochen. Animal Fat. Habe ich auch nie gebraucht. Und bald kommt ja die Alpha 15 raus. Wahrscheinlich werde ich das gar nicht mehr brauchen. So, Gläser. Haben wir auch genug. Wir hätten jetzt 11 mal Wasser. Könnten wir theoretisch schon mal ein bisschen Tee ansetzen wieder. Oh, brennt schon nicht mehr. Haben wir zufällig auch noch Schnee da? Nee, haben wir nicht. Sollten wir vielleicht uns auch mal besorgen wieder. Das soll die Gläser voll kriegen. Hm, hier hatten wir Stahl drin, ne? Ja. Da könnten wir uns dann mal eine Stahlschippe machen. So, was haben wir nicht mehr. Werkzeuge, ne? Iron Shovel? Nee, ich will eine Stahl Shovel hier. Soll ja ein bisschen halten, das Ding, ne? So, und dann sehe ich, die Folge ist vorbei. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Werden wir rausgehen, jetzt mitten in der Nacht und werden noch ein bisschen... was wollten wir? Schnee sammeln, werden wir. Und dann kommt ja auch schon am nächsten Tag die Horde, ne? Also müssen wir uns langsam ja, ein bisschen fit machen hier. Pfeile setzen wir mal noch an, dann haben wir die schon mal nächste Mal fertig, aber es geht nicht, warum nicht? Und die richtigen vor allem, nicht dass wir wieder die falschen haben, das war sowieso ärgerlich. Hab schon keine Pfeile und dann kommt auch noch sowas, dass wir die falschen Pfeile bauen. War das ärgerlich. Gut, dann können die Dinge auch noch weg. Können wir uns schon mal eine schöne Pistole mitnehmen. Die sieht sehr gut aus. Wenn wir uns dann auch mal gleich ganz machen. Noch. Ungefähr. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen. Tschüss und bye bye.